Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Call P100, der mit der Zahlen dran. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Skyrim. Wir befinden uns in Episode 3 der Season 2. Anstatt Season könnten wir auch Kapitel sagen eigentlich. Kapitel 2 im Leben, in der Geschichte um Arkis ist angebrochen. Das hier ist Arkis. Arkis sind in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Dinge widerfahren. Zum einen, eine der wenigen positiven Dinge daran ist das hier. Er kann im Dunkeln wesentlich besser sehen als andere Leute, aber zu einem Preis, denn Arkis trägt Werwolfblut in sich. Nun ja, mehr sagen wir dazu einfach mal nicht. Ich würde sagen, wir verlassen diesen Ort hier. Hier haben wir einen Nekromanten gefunden, der wieder mit Totenbeschwörung gespielt hat. Haben ihn in seine Schranken gewiesen. Oh, und da seht ihr diese Potion, hätte ich fast übersehen. Und lassen diesen Ritualstein hier mal hinter uns, denn der wird uns mit einer Fähigkeit versehen, an der wir eigentlich kein Interesse haben. Deswegen würde ich sagen, ohne uns weiter lumpen zu lassen, gehen wir weiter in Richtung Whiterun. Je näher wir Whiterun kommen, desto mehr bestätigt sich in uns dieses Gefühl, dass wir eigentlich nichts unter die Augen dieser ganzen fremden Menschen... kommen wollen. Denn zu Whiterun haben wir nicht unbedingt eine gute Beziehung bis jetzt. Wir kennen zwar den Jarl, da ist doch schon wieder jemand. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir sollen unsere Habseligkeiten rüberreichen, sonst wird sie uns aufschlitzen. Walk away right now. Sehe ich aus, als hätte ich Geld? Wisst ihr was, ich bin gerade ein bisschen aggressiv, aber... Sehe ich aus, als hätte ich einen Haufen Geld bei mir? Yes, actually, you look like you're lousy with gold. I'm not going to ask again. Ich habe keine Zeit für sowas, weißt du. Don't you walk away from me. Tja, du hast nicht damit gerechnet, dass wir so eine Kraft besitzen, ne? Na komm schon. Oh, oh Gott, was macht sie denn? Du bist doch kein normaler Dieb. Was war das denn? Oder hat die irgendeinen Trank zu sich genommen? Leather Boots, Lockpick nehmen wir mit. Imperiale Rüstung. Ob sie diese eine Imperiale war, die zu einer Diebin geworden ist, oder ob sie diese Rüstung selbst einem Imperialen oder einer Imperialen abgenommen hat, das wissen wir jetzt nicht. Gott sei Dank sind wir noch mit dem Leben davongekommen jetzt. Was uns aber auch alles begegnet auf diesem einen Weg, ständig halten uns Leute an und wollen was von uns. Sehen wir vielleicht wie ein Opfer aus? Vielleicht ein bisschen wegen der Kopfbedeckung. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte vor jemandem Respekt, der so eine Kopfbedeckung auf hatte. Respektive der Zeit, in der das Ganze spielt. Das ist ein verdammt riesiger Brustkorb. Ob der einem Mammut gehört hat oder einem Drachen? Ich glaube nicht, dass jemand außer uns schon mal Drachen besiegt hat. Wir haben es jetzt schon zweimal geschafft. Wolf! Wutz! Okay, Wölfe sind mittlerweile relativ easy meat für uns. Ich sollte mir angewöhnen, zu versuchen, meine Pfeile immer wieder mit zurückzunehmen, wenn es denn geht. Okay. Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir haben es geschafft. Wir sind an der Brücke, wir sind an der Flusskreuzung angelangt. Da vorne läuft eine Wache von Whiterun. Dort ist Whiterun. Aber was ich vorhin schon sagen wollte... Wir kennen zwar den Jarl, wir sind auch Thane in Whiterun. Das heißt, wir haben sogar Privilegien, das ein oder andere kleinere Verbrechen zu begehen. Und die Guards wissen, dass sie in eine andere Richtung gucken. Aber wir sind seit unserer hysterischen und völlig trancebehafteten Verwandlung zum, zu einem Werwolf nicht mehr in Whiterun gewesen. Und wissen auch nicht, wie die Leute dort auf uns ansprechen. Deswegen hätte ich... wisst ihr... Wir haben zu den Leuten in Whiterun, eben weil wir da auch so kleine Mini-Aufgaben für sie gemacht haben und weil die uns ja quasi als Wilder aufgenommen aus der Wildnis, haben uns gut zugesprochen, haben uns gesagt, wir sollen unbedingt in Whiterun Bescheid sagen, was wir gesehen haben und so weiter. Irgendwie fühlen wir uns da heimisch. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Abstecher nach Whiterun. Dann können wir auf dem Weg dahin auch gleich mal gucken, ob es tatsächlich, ob der Jarl tatsächlich sein Versprechen wahrgemacht hat und hat Verstärkung nach Whiterun geschickt. Beziehungsweise Truppen, die das Dorf beschützen vor weiteren Drachenangriffen. Denn wie wir gesehen haben, in Episode 1, habt ihr es mitgekriegt, solche Drachen, die sind plötzlich da. Die sind überall in Skyrim. Komischerweise, sie sind einfach wieder aufgetaucht, obwohl sie seit 1000 Jahren verschwunden sind. Warum, weiß keiner. Was ist hier?
Wer seid ihr? Hail, friend. It's good to see another merry soul enjoying this. Es ist mitten in der Nacht. Ah, but you look tired. Come, share a bottle of Hunting Brew Mead with me. Bitte was? Der will mit uns trinken. Hunting Brew Mead? You've never had a taste of sweet Hunting Brew? Why, it's only the finest mead outside of Sovngarde. Its sweetness is like a fair maiden's kiss on a starry night. And it's got enough kick to put a frost troll on his hindquarters. But enough talk. Come, won't you share a drink with me and my companions? Ich weiß nicht, ob ich mich so wohl dabei fühle, dass diese fremden Leute hier mitten in der Nacht stehen und uns auf was zu trinken erlauben wollen. Ob das wieder Banditen sind, die uns reinlegen wollen? Auch jetzt wieder mal kurz außerhalb der Story. Ich finde es Wahnsinn, wie viel dieser dynamischen, variablen Events das Spiel gerade auf uns wirft. Vielleicht ist es auch bloß ein subjektives Gefühl meinerseits, aber das sind alles Sachen, das ist nicht gescriptet hier, ja? Genauso wie der Drachenangriff und so, das kann passieren, muss aber nicht. Deswegen finde ich das toll. Ob ich jetzt wirklich was mit denen trinken soll? Ich habe eine ganz doofe Vermutung bei der Sache. Ah, nothing like fine spirits to help raise your... Well, your spirits. Cheers, my friend. May your adventures find you fame and fortune. Okay, sie wollten uns tatsächlich nichts Böses. Ja? Die wollten tatsächlich bloß mit uns einen trinken. Ich hatte jetzt echt gerade eine dumme Vermutung, dass die uns was... antun wollen. Okay, wir haben von ihnen Hunting Brew Mead erhalten. Wir können uns das ja mal kurz angucken in unserem... Inventar. Der ist bei Konsumentendingern. Honey Brew Mead. Restore 20 points of stamina per second over 0 seconds. Stamina regenerates 25% slower for 20 seconds. Also es ist im Prinzip eine Art von Alkohol. Die Honey Brew Meadery ist übrigens da unten. Also vor White Run habt ihr ja gegenüber diese Häuser gesehen mit der Mühle und so. Das ist die Honey Brew Meadery. Die braut diesen Mead. Hier für die ganze Umgebung, für ganz Skyrim, ist eine lokale Spezialität. Wie gesagt, ich hatte bloß das dumme Gefühl, dass die uns ein bisschen reinlegen wollen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen zögerlich. Aber gut, behalten wir den für bessere Zeiten bei uns. Sollten wir mal wieder in eine ganz schlimme Situation kommen, in der wir gerade noch so mit dem Leben davon kommen, besaufen uns danach erstmal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Erinnere mich auch ein bisschen an den Kuchen, den wir damals hatten, als wir aus Bleak Falls Barrow gekommen sind. So. Wir sind ganz dicht dran an Riverwood. Es riecht auch langsam wieder wie irgendwas, was zu unserer Heimat geworden ist. Zumindest scheinbar. Die Frösche quaken. Der Fluss rauscht an uns vorbei. Irgendwie kriegen wir diesen Puls von Macht von unserer rechten Seite mit. Diese Dunkelheit, die irgendwie nach uns greift. Hinter dieser Bergspitze ist der Berg, auf dem der dunkle Turm thront. Irgendwie fällt er uns gerade wieder ein. Wir wissen aber noch nicht, was wir mit dem Gefühl anfangen sollen. I heard from an old mine in the south of Riverwood. Some people there have heard strange noises and seen strange lights. I was supposed to see what's behind that rumors. Ja, und ihr seht es, da hat eine Quest gestartet. Das war jetzt natürlich ein bisschen unimmersiv, aber es hat den... It got the job done, sagt man. Die Leute hier in Riverwood hören von einer Mine, die im Süden irgendwo liegt, komische Geräusche. Und wissen aber nicht, was dort ist. Hier steht tatsächlich ein Pferd, stand das hier schon immer. Und vielleicht tun wir ja gut daran, das einfach irgendwie mal zu untersuchen, damit die Leute hier wieder ruhig schlafen können. Was uns auf jeden Fall beruhigt ist, der Jarl hat sein Versprechen wahrgemacht. Es sind tatsächlich... Wachen aus Whiterun hier, die das Dorf beschützen. Und ich würde aber sagen, nach dieser anstrengenden Reise, die so viel mit sich gebracht hat, unter anderem einen Drachen, der sich auf uns gestürzt hat, wahrscheinlich in der Hoffnung, uns zu vernichten, gönnen wir uns doch eine ruhige Nacht im Gasthaus, oder? Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun könnten. Und jetzt, wisst ihr, wo wir hier in Sicherheit sind, zeige ich euch kurz, was wir in der Nekromantenburg gefunden haben. Das mache ich jetzt als Belohnung, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr mich auf dieser gefährlichen Reise begleitet habt.
Und der Bard, der fängt schon wieder an zu singen. Wisst ihr, was wir machen? Wir setzen uns hier mal auf den Stuhl. Und ich zeige euch, was wir da für ein Buch gefunden haben. Wer es gesehen hat vielleicht beim Aufnehmen, es war auch eine... Wer steht da denn? Gore. You in need of a companion, friend? Well, then you're in luck. I reckon I've killed more men than there are minutes in a day. Er wettet, er hat mehr Menschen getötet, als es Minuten am Tag gibt. Mörder! Wachen! Dann hast du mehr als 1440 Männer getötet? I think you need to pick up the pace. I've killed that many this week. Ah, also solltest du dich vielleicht mehr anstrengen. Ich habe allein diese Woche so viel getötet. Nee, haben wir nicht. Heißt das, du hast über 1440 Menschen getötet? Not few, huh? At this rate. I guess I better change it to seconds then. But who's counting? Wo hast du gelernt zu kämpfen? Wie hast du es gemacht, so viele umzubringen? Was hat dich nach Skyrim gebracht? Wir können den sogar tatsächlich als Follower mitnehmen. Folge mir, ich brauche deine Hilfe. Wo hast du so gelernt zu kämpfen? Nee, wie hast du es geschafft, so viele Menschen zu töten? It's all in Was? The tips, mit Sex? Killing a bandit is like making love to a maiden. It only takes a second, and there's no shortage of blood. That's disgusting! Perhaps you need a smaller weapon. Okay, auch was er gesagt hat, könnte man natürlich jetzt zweideutig auslegen, ne? There's also an inordinate amount of grunting involved. Okay, welche Antwort nehme ich? Vielleicht brauchst du eine kleinere Waffe. Then I wouldn't kill as many bandits or bed as many maidens. Mhm. Wieso bist du hier in Skyrim? The Horkers, my friend. The Horkers. I can't get enough of a good bowl of Horker stew. Fresh garlic, tomatoes, a sprinkle of lavender. Aha. Er isst gern, ja, sozusagen Seerobbensuppe. Davon kann er nicht genug kriegen, deswegen ist er in Skyrim. It sounds delicious, except for the Horker part. Could use some carrots, maybe some minced onions. I prefer food that doesn't come from such grotesque beast. Ja, ne, es hört sich eigentlich echt lecker an, bis auf das mit der Seerobbe, ne? You jest, but there's nothing like good Horker stew. Deiner stew. Ansicht. It ain't like the loaf, which is a bit chewy and marinated in that ocean flavor. But you put that in a stew, toss in a little garlic, and all that ocean brine melts into pure flavor. Huh. Nun ja, du bist auf jeden Fall jetzt dann am falschen Ort, weil Riverwood ist nicht unbedingt für ihre vielen Seerobben bekannt in Skyrim, weil hier sind nicht so viele Seerobben. That isn't it. You see, I've tried stews of all different flavors from all over Tamriel. I've tried your venisons and your steaks. I've tried your bug meat, your horver pies, and chorus nuggets. Some wood elf charlatan even tried to sell me what he called a wyvern steak, but it tasted like mountain goat. I've tried every meat from the Somerset Isles to the shores of Solsteam, and ain't nothing compared to a fresh pot of Horker stew. But you know what I haven't tried? I haven't tried a dragon. And call me crazy, but I think I saw one fly this way. Du hast dich geirrt, hier ist kein Drachen lang geflogen. Überhaupt nicht. About that, when I kill a dragon, their flesh tends to melt as I absorb them. Das sollte man ihm, glaube ich, nicht sagen, dass, wenn wir Drachen töten, was schon das erste Ding ist, was nicht unbedingt jeder wissen sollte, weil wer weiß, was die mit uns anstellen, wenn die sowas hören. Und dann wohl auch nicht, dass ihr Fleisch schmilzt.
Then I shall hunt. We shall hunt a dragon together and dine on its flesh. Nein, auch Drachen essen werden wir nicht, auch nicht zusammen im Kerzenschein. There was a dragon at Helgen. You probably saw that one. Ja. Okay, ja, da war ein Drache. Den hast du gesehen. You don't say. Sounds like Imbri owes me a drink. Said I was more likely to see a horker with wings. I reckon that would be too good to be true. Okay, Junge, du bist nicht ganz sauber. Wo hast du? Ne, weißt du, was mich interessiert? Nicht, was du mir zu sagen hast. Habe ich eigentlich noch? Nee, ich hatte die ganze Zeit meine Vision an. Seht ihr? Deswegen haben wir den noch überhaupt gesehen. Da ist er. Du siehst doch ganz schön gefährlich aus, Meister. Gut, nachdem wir uns so nett mit diesem fremden Mann unterhalten haben, der uns jetzt endlich wieder in Ruhe lässt, merken wir, dass wir uns hier dann in dieser kleinen Einöde, die so fernab vom Schuss zu sein scheint, irgendwie wohlfühlen. Hier müssen wir nicht Angst haben, dass uns irgendjemand schief anguckt, weil er mitgekriegt hat, was uns widerfahren ist. Hier haben wir unsere Ruhe und deswegen nutze ich jetzt kurz den Moment, um euch zu zeigen, was wir da hinten gefunden haben. Denn wir haben gefunden, ich ordne das mal nach Namen. Wo ist er denn? Name. Ist ja schon noch Name. Und zwar Conjuration Skeleton haben wir auf diesem Altar gefunden, das lernen wir. Und das hier ist das, was wir in diesen Nekromanten, ja, Dingsbums gefunden haben. Creates a highly damaging magical short bow for 120 seconds. Sheath it to dispel. Das ist der sogenannte Bound Bow, oder wie ich ihn gerne nenne, Bow of the Thousand Souls. Das ist ein Bogen mit samt Pfeilen, 100 Stück an der Zahl, den man beschwört. Der ist dann spektral. Der ist sehr stark. Und man ist quasi nicht in der Benötigung eines sachlichen Bogens, den man sich anfertigen, finden oder kaufen muss oder ertauschen. Man kann ihn einfach beschwören. Diesen Zauber lernen wir jetzt mal. Was ich euch aber gleich zeigen kann, ist höchstwahrscheinlich Bound, da ist er. Reicht unsere Magicka dafür nicht aus. Denn der braucht überhaupt keinen. Das ist ja interessant. Wisst ihr, was wir jetzt ausprobieren, bevor wir uns hier im Bett nehmen? Wir verlassen das Gasthaus nochmal kurz. Das überrascht mich jetzt, ob das wohl an Skyrim Redone liegen wird. Ich weiß es nicht unbedingt. Ich gehe jetzt mal hier kurz außerhalb des Dorfes und versuche, wie wir uns hier schlagen. Ich speichere kurz. Oh, seht ihr? Unsere Magicka reicht nicht aus. You don't have enough Magicka. Warum wird uns hier die Magicka nicht angezeigt, die wir dafür brauchen? Ah doch, da ist sie. Kost. Wir brauchen 164 Magicka. Wir haben leider bloß 100. Jetzt ist es so, wenn wir lernen wollen, dieses Ding zu beschwören, dann sollten wir die nächsten Level-Ups in Magicka stecken, beziehungsweise versuchen, irgendwie an Items zu kommen, die wir finden oder die wir verzaubern, die unsere Magicka künstlich erhöhen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall war mir sehr wichtig, dass ich diesen Zauberspruch finde, denn der beschworene Bogen ist relativ cool. Was ihr hier lest, das mit den 120 Sekunden, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Denn ich bin davon ausgegangen, das Ding ist dauerhaft. Wenn nicht, kann man eine Mod installieren, die das Ganze dauerhaft macht. Und darauf bin ich eigentlich aus, wenn ich ehrlich zu euch bin. Ich werde mal sehen, wie ich das mache. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, was wir da gefunden haben. Und zwar einen Bogen zu beschwören, haben wir gefunden. Und ja, in Zukunft werden wir uns damit auseinandersetzen. Das war auf jeden Fall ein langfristiger Plan von mir. Wie gesagt, wer die Folgen in Season 2 verfolgt hat, weiß, wie es dazu gekommen ist, dass wir den jetzt schon haben, diesen Zauberspruch. Ansonsten könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon denkt. Das würde mir auch sehr helfen. Dann schauen wir mal, ob wir uns denn tatsächlich darauf konzentrieren wollen, in Zukunft den irgendwann mal beschwören zu können. We got rooms and food. Achso, ich brauche einen Raum, muss ich zu deiner Frau gehen. Ne? Alright then. Ich sehe nichts. Delphine? Liegst du hier? Delphine, ich will ein Zimmer. You're that visitor, Ben. Lass mich doch nur. Sure thing. Dankeschön. Okay, wir haben das Zimmer gekauft. Und ich merke immer wieder, wie dankbar ich für diese
Predator Vision bin. Wir machen mal diese Tür zu. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir lassen den Tag, Tag sein. Lassen alle fünf gerade sein. Legen uns schlafen nach diesem unfassbar anstrengenden Tag, nach dieser anstrengenden Reise von einem Ort, an dem wir durch sehr, sehr unglückliche und fantastische Umstände gekommen sind. Fantastisch im Sinn von Fantasie. Und ja, jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal richtig, richtig viel Schlaf und wir sehen uns alle wieder, wenn es wieder heißt Skyrim, die Abenteuer von Arkis. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch mal diese Mine an. Weil wenn wir schon hier sind in Riverwood und uns zu diesen ganzen, ja sozusagen, Einsiedlern hier so verbunden fühlen, dann können wir ihnen auch helfen, diese Geräusche zu untersuchen, die sie gehört haben. Und gleichzeitig auch unsere Rastlosigkeit ein bisschen ausleben. Denn wie gesagt, wir trauen uns irgendwie nicht so richtig unter Zivilisation. Auch Lydia, unsere Begleiterin, die ja eigentlich vor uns weggelaufen ist. Wir wissen nicht, wie die auf uns reagiert, wenn die uns sieht wieder. Wir müssen einfach noch ein bisschen für uns selbst sein. Und deswegen machen wir hier einfach so mitten in der Wildnis unser Ding und versuchen ein bisschen auf das Ganze klarzukommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten ran. Wir sehen uns wieder in Skyrim. Und tschüss.